Was ist eine einzige Kreuzigung verglichen mit jener täglichen, die der Schlaflose erleidet? Ich strich aus meinem Wörterbuch Wort für Wort, bis zuletzt nach diesem Massaker nur noch eines übrig blieb: Einsamkeit. Die Qual der schlaflosen Nächte, der weißen Nächte, durchwacht in Einsamkeit, dem letzten Begriff, der Wirklichkeit hat, dem letzten Begriff, der Widerstand leistet, der einen Widerhaken setzt ins Denken, dem letzten Begriff, dem etwas wie Wahrheit zukommt. Einsamkeit, die Wahrheit hinter all den klingenden Worthülsen. Einsamkeit, das wahre Resultat der zwischenmenschlichen Beziehungen. Einsamkeit, der wirkende Grund hinter den Idealismen, die sich die Menschen in Politik und Religion aufbauen. Einsamkeit, alles durchdringende Einsamkeit. Ein Fazit von Emile Cioran. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorchin und ich begrüße Sie wieder auf meinem philosophischen Kanal Philosophie Direkt hier auf YouTube. Unser Thema im November, passend zu einer einsamen Stimmung, die sogar von Stürmen und Regen begleitet wird, als einem laubmalerischen und meteorologischen Element, das hervorragend die Atmosphäre untermalt. Unser Thema ist Ciorans Einsamkeit und mehr noch Ciorans Labyrinthe. Wer war Cioran, dieser Denker, der versucht hat, seine eigene biografische Einsamkeit zu überwinden in einem Labyrinth des Denkens, aus dem er und manche seiner Schüler möglicherweise nicht mehr herausfanden? Emile Cioran wurde am 8. April 1911 in einer Ortschaft nahe bei Hermannstadt im damaligen ungarischen Teil der K&K-Monarchie, später Rumänien, geboren. Sein Vater war orthodoxer Geistlicher. Seine Mutter Elvira litt, wie er selbst sagte, unter einer Form von Melancholie, die er geerbt haben will, als ein problematisches psychologisches Erbe, einen problematischen Umgang mit dem Leiden an der Welt oder dem Leiden in der Welt zu sein. Vom Nachteil geboren zu sein, sollte auch ein Titel eines bekannten Werkes einer Aphorismensammlung von Cioran sein. Cioran, der mit 17 anfing in Bukarest Philosophie zu studieren und später in Paris arbeitete, galt vielen als Nihilist, der noch radikaler ist als Nietzsche, anders radikal. Während Nietzsche in bestimmten Denkfiguren wie dem Willen zur Macht oder der Wiederkehr des Gleichen, der ewigen Wiederkehr, eine gewisse Struktur, eine systematisch in einer, wie auch immer, entfesselt dionysischen Welt erkennen will, so gibt es für Cioran keinerlei Gewissheiten, auch nicht in der Wiederkehr bestimmter Dinge, keinerlei vitalen Antrieb für menschliches Kulturschaffen und Kulturzerstören, sondern lediglich die Formel Verzweiflung und auf dem Grund der Verzweiflung immer wieder die Einsamkeit. Und doch ist sein philosophisches Werk von lebhaften Widersprüchen geprägt. Da steht eine starke Emotionalität diesem fatalistischen Kult der Einsamkeit gegenüber. Da sind starke Gefühle eines Cholerikers, wie es Cioran war, und ein hintergründiger Humor, der ihm ebenfalls zu eigen war, pessimistischen Gedanken, die einem Schopenhauer Ehre gemacht haben, diametral gegenüber. Cioran ist denkerisch eine Entdeckung und doch auch für seinen Leser eine Sammlung unvereinbarer Widersprüche. Ein grundlegender Widerspruch ist der Widerspruch zwischen Glauben und Wissen. Als Sohn eines Geistlichen, wenngleich sehr früh schon zum Skeptizismus, Agnostizismus intendierend, steht für Cioran früh fest, Glauben ist eine Gabe, man kann nicht glauben wollen. Dass er jedoch diese Gabe des Glaubens, wie er meint, nicht besitzt, dass es ihm eben nicht möglich ist, an religiöse und im übertragenen Sinne auch an philosophische Wahrheiten zu glauben, das ist für ihn ein Grund der Bitternis in seinem Leben. Aber ein schöpferischer Grund, ein Grund, der sich auswirkt
und den er in labyrinthischen Gängen verfolgt, ohne jemals an ein Ziel zu geraten. Und einige dieser Denklabyrinthe Siorans möchte ich Ihnen im Folgenden kurz darstellen. Es geht zunächst um Siorans Satz, nur eines zählt, ein Verlierer zu sein. Was bedeutet diese fatalistisch klingende Absage an äußeren Gewinn und äußere Zielerreichung? Zunächst ist es für Sioran eine Absage an die falschen Werte der Gesellschaft. Doch es ist viel mehr als das. Es ist auch eine Absage an die falschen Werte der Philosophie und die falschen Begriffe der Philosophen. Und das werden wir hinterfragen. Dann möchte ich mit Ihnen der Spur nachfolgen, weshalb für Sioran eine bestimmte Problematik in der Emotionalität liegt, die die Philosophie oder vielmehr die Philosophen seiner Meinung nach niemals abgedeckt haben. Sioran sagte, Philosophieren bedeutet mit Wortgeklüngel, mit Wortgepränge Notrufe tarnen. Also von der eigenen emotionalen Not ablenken in Abstraktionen. Wir wollen auch dem folgen und sehen, inwiefern Siorans Beitrag zum praktischen Philosophieren tatsächlich neu ist. Und zwar nicht nur, weil es emotional und affektiv tief gefärbt ist, sondern auch, weil es eine ganz neue Perspektive auf den Prozess des Philosophierens eröffnet. Zuletzt, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen zum Thema Siorans Labyrinthe aus seinem Text »Vom Nachteil geboren zu sein«, seine Textsammlung, vorlesen. Insofern hoffe ich, dass Sie einige Einblicke in die Irrgänge Siorans gewinnen und versuchen können, herauszufinden. Bis gleich.